Hallo liebe Leute, heute machen wir den Ipanema. Das ist die alkoholfreie Version der Caipirinha. Und ich habe mir gedacht, das Rezept muss ich unbedingt mal zeigen. Ist ein Klassiker. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt einen Kommentar. Schreibt mir, was eure Lieblings-alkoholfreien Cocktails sind. Und lasst ein Abo hier auf YouTube und ein Like auf Facebook da. Für den Ipanema gehen wir hin. Nehmen uns einmal eine Limette. Die werden wir einmal fitteln. Und die Viertel geben wir dann in ein Glas. Geben dann 2 Teelöffel an braunem Rohrzucker drauf. Ich nehme jetzt hier den Marara-Zucker und werde das alles einmal stößeln. Und geht hin, geht mit drehenden Bewegungen rein und drückt die Limetten richtig schön aus. Der Zucker wird einmal das Limettensaft, den Limettensaft komplett rausziehen und von der Schale noch schöne ätherische Öle freisetzen. Weil das wie so ein Schmirgelpapier dran reiben wird. Nun geben wir erst einmal Crushed Eis noch hier rein und füllen es dann gleich mit unseren weiteren Zutaten auf. Wenn ihr Großstücke habt, wie ich jetzt hier, könnt ihr einfach nochmal hingehen und das ein bisschen runterdrücken. Und dann nehmt ihr euch Maracuja-Saft, gebt da die Hälfte rein und füllt die andere Hälfte mit etwas Ginger Ale auf. Und fertig ist unser Ipanema. Was ich jetzt noch machen würde, weil es einfach schöner aussieht, geht ihr im Barlöffel hin und geht es einmal durch und holt ein paar Limetten nach oben. Strohhalm rein, fertig. Und das war der Ipanema. Ihr habt gesehen, der ist wirklich einfach herzustellen. Und wenn das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und pinkt mir eure Fotos wie immer in die Facebook-Pinwand. Freue ich mich ja mega drüber. Ja, und dann sind wir fertig und ich bin raus.